So, irgendwas Neues? Commander? Nein. Okay, dann werfen wir uns direkt auf die Karte und schauen mal, wo es hingeht. So, rein ins Massenportal. Da haben wir dann wirklich bloß noch eins hier im The Citadel, nämlich das DLC Citadel. Okay, geheimes Artefakt finden ist es nicht. Wo haben wir es denn? Wird das gar nicht mit angezeigt? Muss ich jetzt erst wieder ins Log, um zu schauen, welches System das war, oder... Ach, hier. Nach Dr. Garneau scannen. Alles klar. So, dann begeben wir uns mal auf die Suche. Hier haben wir auch noch was offen. Na sowas. Da war ich ja nicht sehr gründlich, als ich das mal gemacht habe. Ja, war klar. Natürlich. Komm, gib mal her hier. Brauchen wir zwar nicht den Treibstoff, aber was soll's. Ich verziehe mich dann mal. Erfolgreich. Und dann schauen wir mal hier drüben beim anderen System vorbei, beim Aizur. Ich nehme an, das wird jetzt gerade erst dazugekommen sein, oder? So. Müssen wir bloß noch den richtigen Planeten finden hier im System. Da war er nicht. Keine Reaper hier, das ist schön. Okay, ich weiß nicht. Ich habe etwas gefunden. Ah, ich wollte gerade sagen, irgendwas muss doch hier mal sein. Wir haben Garneau geortet. Oh, das ging aber schnell. Mavid ist ein metallischer Asteroid im äußerst kargen Nahata-Gürtel. Er weist einen hohen Gehalt an Nickel und Eisen in Form von Kamazit auf. Die Abbaurechte an Mavid liegen bei TGES Mineral Works, die ihre Produkte hauptsächlich an die Kolonisten auf Arvuna verkaufen. Ein tiefer Überflug zeigt Licht, das aus den Anlagen kommt. Mensch, ganze 152 Leute wohnen hier. Okay, bevor ich da reinmache, will ich aber nochmal ganz kurz schauen. Ihr könnt es ruhig markiert lassen, damit ich noch weiß, wo das Ding ist. Will ich nochmal ganz kurz schauen, ob wir hier noch kurz den zweiten Punkt finden. Ich nehme an, das wird bloß wieder irgendwelcher Treibstoff sein. Genau. So, den sacken wir uns nochmal kurz mit ein. Da haben wir dann schon die 100% erreicht und können uns jetzt ganz auf das Quest konzentrieren. Gut, schauen wir doch mal, ob wir Garneau finden. Auf der Anlage. Oder ob wir hier vielleicht falsch sind, das kann ja auch sein. Wen nehme ich denn mit? Ich glaube, wir nehmen Edie mit. Die passt hier, glaube ich, ganz gut. Javik kann eigentlich auch mal kommen. Der ist so fast so alt wie die Reaper. Naja, nicht ganz. Aber er ist auf jeden Fall der Älteste und ja, warum nicht? So, wir sind auf jeden Fall ein Level aufgestiegen. Das heißt, da sollte wieder was machbar sein. Ich habe eine neue Waffe. Wo habe ich die denn her? Und welche ist es denn? Der Chakramwerfer. Ach ja, stimmt. Das hatte ich, glaube ich, in der letzten Aufnahmesession gehabt, ne? Unglaublich niedrige Geschwindigkeit, unglaublich hohes Gewicht, unglaublich schlechte Kapazität. Also ich weiß nicht. Die Waffe ist doch ziemlich rotzig eigentlich, ne? Na gut, ich bleibe weiterhin bei meinem Gaff-Impulsgewehr. Und ich glaube, wir müssen auch nichts verändern. So, schauen wir mal lieber hier. Wir haben nämlich einiges an Punkten auszugeben. Wir kriegen die Schockwelle jetzt sogar voll. Detonieren. Erhöht Kraft und Schaden von biotischen Detonationen um 50%. Oder erreichen das Aufladetempo ihrer Schockwelle wird um 50% erhöht. Machen wir das mal. So, Aufladetempo erhöhen oder Antigravitationsschockwelle. Ihre Schockwelle hebt Ziele kurzzeitig in die Luft. Klar, warum nicht? Komm, lass machen. So, dann gehen wir noch mit einem Punkt auf die Nova, die ich wahrscheinlich eh nie anwenden werde. Genauso wie ich es mit der Schockwelle auch nicht tue. Aber damit sind wir zumindest jetzt schon mal punktetechnisch ausgelastet. Und wir sehen bei Shepard, geht's schon fast aufs Ende zu beim Skillen. Der ist schon fast voll. Gut, ID, die Verteidigungsmatrix. Verringert erlittenen Schaden um 5% oder erhöht Schildregeneration um 30%, wenn Panzerung abgeleitet wird. Wenn Panzerung abgeleitet wird? Keine Ahnung. Nehmen wir das mal hier machen. So, reduziert Schildaufladungsverzögerung um 15% oder erhöht Tech-Kraftschaden um 25%, solange die Verteidigungsmatrix aktiv ist. Machen wir doch das mal. Und Kraftgeschwindigkeitsabzug oder erlittener Schaden. Natürlich der erlittene Schaden, was sonst? So, das sieht doch gut aus. Jetzt noch fix Javik.
Gehen wir mal auf das Schmettern, die Kraft oder der Wirkungsradius. Machen wir die Kraft. Schaden und Kraft der biotischen Detonation oder die Kraft. Wieder die Kraft. Und mehr können wir eh nicht ausgeben. Doch, den Rest können wir noch auf die Antigravitationsgranate geben. Wunderbar, da habe ich es tatsächlich geschafft, alle Punkte auszugeben. Von allen Mitgliedern. Wir sind etwa 5 Minuten entfernt, Commander. Was genau ist auf diesem Asteroiden? Minenanlage. TGES Mineral Works. Eher klein. Könnte ein gutes Versteck für Leviathan sein. Wir haben alle Edis Notizen über Brysons Labor gelesen. Fragen? Wissen wir sonst noch irgendwas über diesen Leviathan? Nicht wirklich. Nur, dass er einen Reaper getötet hat. Aber wir suchen jetzt Garneau, Dr. Brysons Partner. Genau. Wenn wir Garneau finden, haben wir auch Leviathan. So ist es. Naja, würde ich jetzt nicht sagen. Es ist sehr optimistisch, das so zu sehen. Aber gut, wenn ihr meint. Ich meine, Garneau muss nicht zwangsweise Leviathan gefunden haben. Der Doktor hatte recht. Was mächtig genug ist, um einen Reaper zu töten, muss untersucht werden. Hoffentlich hat Garneau die Antworten, die wir brauchen. Ich bekomme Reaper-Signaturen aus dem Asteroidenfeld rein. Bryson hat gesagt, dass sie seine Teams beschatten. Wenn sie Leviathan auch wollen, sind Reaper ein gutes Zeichen. Sowas hört man auch nicht jeden Tag. Bringen Sie uns rein. Na gut, schauen wir uns mal ein bisschen um. Bleiben Sie vor Ort, Cortez. Wir klären das und kommen gleich. Informieren Sie mich über die Reaper-Lage. Jawohl, Commander. Ich kann mich an diesen Ort erinnern und ich mochte ihn, glaube ich, gar nicht. Na gut, sehen wir es uns mal an, das Ganze. Und schauen mal, ob wir, ja, Dr. Garneau finden können. Spätrupp. Oder schlimmer, dem Geräusch nach. Leider gibt es da auch andere, die ihn finden wollen. So, erstmal ein Stück zurückziehen. Ups. So, das, was man nicht tun sollte, ich gehe einfach mal in den Nahkampf mit dem Rohling. Okay, das lief ganz gut. Mögen denn vielleicht auch die anderen irgendwas draufhauen auf den Kerl? Ja, das geht. Wunderbar. Komm, ich schnappe mir gleich mal den Marodeur hier. Ach, da hinten. Habe ich den erwischt? Ja, sehr schön. Holen wir Garneau, bevor die echten Truppen eintreffen. So habe ich mir das doch vorgestellt. Bestimmt verängstigt. Ja, verängstigt bis tot, würde ich sagen. Man weiß ja nie. Ich nehme an, die werden auch schon ein bisschen gewütet haben, die Reaper-Truppen. So. Ah, hier drüben geht's lang. Okay. Sieht nicht mehr alles so intakt aus hier. Ich glaube nicht, dass da so viele überlebt haben. Willkommen bei TGES Mineral Works. Oh. Alle Gäste müssen sich am Empfang eintragen. Das ist unerwartet. Sie müssten in Panik sein. Ich bin Commander Shepard von der Allianz. Reaper-Truppen haben gerade ihren Vordereingang angegriffen. Sind sie noch da? Ich habe mich darum gekümmert. Verstehe. Das wäre dann alles. Das wäre dann... Hallo? Na, wenn das nicht nach Indoktrination riecht. Willkommen bei TGES Mineral Works. Wie können wir Ihnen helfen? Ja. Tragen Sie sich bitte für die Tour ein. Sie sind nicht besorgt wegen der Reaper.
Wissen Sie etwas, das ich nicht weiß? TGES Mineral Works ist ein Wolfram-Lieferant kleiner bis mittlerer Größe für die Galaxie. Das habe ich nicht gemeint. Sind Sie vertraut mit den Anwendungen von Wolfram? Ich suche einen Forscher namens Dr. Garneau. Er ist in den letzten Wochen angekommen. Wenn er noch da ist, muss ich mit ihm sprechen. Wir haben keinen Dr. Garneau. Benötigen Sie einen Arzt? Ich könnte reingehen und mich umsehen. Nein, der Eingangsfahrstuhl ist kaputt. Und jetzt sind wir fertig. Schönen Tag. Gehen Sie. Sie gehören nicht hierher. Commander, etwas stimmt hier nicht. Okay. Sehen wir uns um. No shit, Sherlock. No shit, etwas stimmt hier nicht. Wer hätte das gedacht? Na, das stinkt doch bis zum Himmel nach Indoktrination. Er lebte in den Schächten. Wo ist er jetzt? Sicher. Eingesperrt. Er kann uns nichts tun. Sie dürfen gar nicht hier sein. Oh, sowas. Ich schütze die Sicherheitsleute. Willst du was gegen tun, ja? Den Berichten zufolge haben die Tests die Versuchspersonen über ihre emotionale Belastungsgrenze gebracht. Sie befindet sich derzeit in einem katatonischen Zustand und wird im Krankenhaus behandelt. Alle weiteren Tests, die für diese Versuchspersonen geplant waren, wurden gestrichen. Um ähnliche Verzögerungen in Zukunft zu vermeiden, wird ein neuer Auswahlprozess eingeführt. Okay? Zurück. Gehen Sie zurück zu Ihrem Schiff, Commander. Nein. Ich glaube nicht, nein. Willkommen bei TGES Mineral Works. Stolzer Wolfram-Lieferant seit 2162. Stolzer Wolfram-Lieferant, das ist auch ein schöner Titel. Dr. Triffin, Ihr Einspruch wurde abgelehnt. Ihre Ressourcen werden gestrichen und Sie erhalten eine neue Aufgabe. Räumen Sie Ihr Büro und melden Sie sich bei Dr. Lan. Es wird in dieser Angelegenheit keine weiteren Diskussionen geben. Verzeihung. Sie gehören nicht hierher. Das wurde mir schon mal gesagt. Ich weiß nicht, warum ihr alle so ablehnend mir gegenüber seid. Na gut, okay. Die Leute scheinen zwar Angst zu haben, aber es ist unklar, wovor. Wir sollten den Fahrstuhl reparieren. Ich weiß nicht, so ängstlich haben sie jetzt nicht auf mich gewirkt. Aber gut, reparieren wir mal den Fahrstuhl, würde ich sagen. Fehlfunktion entdeckt. Fahrstuhl offline. Edie? Edie? Fehlfunktion entdeckt. Fahrstuhl offline. Edie? Okay, vielleicht müssen wir hier drüben was machen. Die Konsole sieht doch so aus, als ob sie bedient werden möchte. Reparaturterminal aktiviert. Die brauchen noch nicht mal was machen. Ich kann die Fahrstuhl von der Drohne reparieren, aber wir müssen bei ihr bleiben. Na klar doch. Die müssen noch nicht mal was machen. Die Drohne repariert das Ding von sich aus. Na gut, dann los geht's. Mach mal. Reparaturen eingeleitet. Wunderbar. Begeben uns auf die Suche nach Dr. Garneau. Zugang gewährt. Sicherheitslog, letzte 7 Tage. Randall, Jan, Alex Garneau. Hey, da haben wir ihn doch. Stephen Breck und Fiona Triffin. Okay. Er ist also definitiv zugegen. Im Sicherheitslog des Fahrstuhls wird ein Dr. Garneau erwähnt. Warum lügen Sie bei der Sache? Keine Ahnung. Hoffentlich müssen wir nicht allzu weit suchen. Weil Sie indoktriniert sind. Manchmal seid ihr echt schwer von Begriff. Okay. Habt ihr zufällig was für mich, was ich mitnehmen kann? Ein Datenpad. Nach einem Vergleich der Mageninhalte von Varen aus 8 unterschiedlichen Regionen sind wir gezwungen, unser derzeitiges Verständnis ihres Fressverhaltens zu überdenken. Wichtige Info. Klar, wichtige Info. Gut, die Frage ist, wo wir jetzt lang gehen am besten. Transitstation... Medical Bay, Mineral Lab, okay, alles in die Richtung. Dann schauen wir erstmal hier rein, würde ich sagen. Das sieht spannend aus hier. Und es wird emsig gearbeitet. An denjenigen, der meine Sachen wegräumt. Ich vermisse einige meiner Daten über die Auswirkungen historischer Wetterereignisse auf die Hanar-Regierung. Falls Sie die weggeräumt haben, bringen Sie sie bitte zurück. Sie sind die Krönung jahrelanger Forschungen. Sollten Sie Hilfe benötigen, um Platz für Ihr eigenes Projekt zu finden, fragen Sie mich einfach. Ich bin Ihnen gerne behilflich. Tennis. Ich sehe einen Trend bei den Arbeitern. Sie tun alles Mögliche, bloß nicht arbeiten. Kommt einem bald zuvor, ne? Hinweis an die Belegschaft.
Die neue Kreuzzucht wirkt harmlos und wäre in einer Büroumgebung vollkommen unauffällig. Sie ist jedoch extrem gefährlich. Lassen Sie bei der Arbeit mit allen Pflanzen der dritten Generation besondere Vorsicht walten. Haben die hier eigentlich auch ein konkretes Forschungsthema gehabt oder haben die ja einfach an allem geforscht, was ihnen irgendwie in die Quere kam? Haben Sie Dr. Garneau gesehen? Sie sollten nicht hier sein. Natürlich. Evolutionäre Implikationen der Biotik bei Menschen. Ein seltsames Thema. Zurück. Sie sollten gar nicht hier sein. Warum rede ich eigentlich mit den Leuten? Ich weiß es nicht. Zugang gesperrt. Personalkennung von TGES erforderlich. Ach ja, okay. Das habe ich nicht. Zugang verweigert. Dann lassen wir das halt und schauen mal hier drüben nach. Ich glaube, es wäre egal gewesen, welchen Weg wir vorne im Gang genommen hätten. Die sind eh miteinander verbunden. Wenn die komplette globale Aushungerung 60 Tage dauert, wäre das großzügig gerechnet. Absolut. Aber das sagen die Daten. Na gut, alle tun sie so, als ob sie noch irgendwie wirklich was machen, aber es wirkt halt nicht so, als ob es wirklich so wäre, sondern als ob sie nur so tun. Als ob sie einem hier sozusagen eine intakte Arbeitswelt vorspielen. So, was haben wir denn hier Lustiges? Dies ist ein Sicherheitsterminal mit Zugriffsbeschränkung. Zugriffscode der Stufe 5 erforderlich. Okay. Habe ich nicht. Zugriff verweigert. Nein, sowas. So, ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Wo sind wir denn eigentlich gerade? Da, Security Station, da sind wir wahrscheinlich, nehme ich an, ne? Na gut, müssen wir bloß noch ein paar Mal um die Ecke, dann sind wir auch schon da. Der direkte Weg wurde uns ja gerade leider versperrt, nett wie sie waren. Hallo. Zurück. Sie gehören nicht hierher. Störe ich? Ja, das kommt mir auch so vor. Habe ich euer Lab-Meeting kaputt gemacht? Das tut mir total leid. Okay. Aufgrund erhöhter Aktivitäten elektrischer Stürme kommt es derzeit zu Verzögerungen bei der Kommunikation mit dem Forschungsteam in Abschnitt Beta. Wir bitten alle, die auf Daten warten, um Geduld. Aktuelle Vorhersagen deuten darauf hin, dass sich die Stürme gegen Ende der Woche legen werden. Dann wird sich auch die Kommunikation wieder normalisieren. Okay. Schauen wir mal, was es hier Schönes gibt. In dem kleinen Kabuff. Ein weiteres Pad für uns. Achtung, Comm-System ist offline. Nachricht wurde nicht gesendet. Bryson, hier Garneau. Ich musste untertauchen und Sie müssen mich rausholen. Ich habe hier noch so ein Artefakt gefunden. Sie sind wichtiger als wir dachten. Es ist in den Minen. Hier der Navipunkt. Dort werde ich sein. Wenn etwas passiert, ich hänge einen Code an, den ich gehackt habe. Er öffnet jedes Sicherheitsterminal. Bryson, etwas läuft hier völlig falsch. Beeilen Sie sich. Garneau Ende. Aha. Er ist also noch da. Haben wir den gehackten Code? Ja. Kann am Sicherheitsterminal eingegeben werden. Okay, wir schauen uns aber nochmal kurz fertig um hier, würde ich sagen. Denn hier hinten haben wir ja jetzt noch keinen Blick reingeworfen. TGES Mineral Rocks hat den Blick immer in die Zukunft gerichtet. Na klar. Modernste Forschung treibt uns voran. Das ist ein Spruch, der total charakteristisch für euer wissenschaftliches Unternehmen ist. Das habe ich noch nie von irgendwelchen anderen Forschungseinrichtungen gehört. Sagen Sie mir, was denn auch. So, sind wir jetzt irgendwo, wo wir schon mal waren? Nee, ne? Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Oder sind wir wieder am Anfang? Nee, ich glaube nicht. TGES Personalbewertung. Jeremy Brown, Personalkennung 23195. Sektor E Wartungsdienst. Kürzlich eingeholten Feedback zufolge haben sich ihre Leistungen deutlich verbessert. Ihre Arbeit an den verdorbenen Hautproben, die wir erworben haben, war beeindruckend. Sie erhalten eine Beförderung und eine Erhöhung ihrer Sicherheitsstufe. Vielen Dank für ihre harte Arbeit. Diese Bewertung ist vertraulich. Angestellte werden aufgefordert, ihre Bewertungen so aufzubewahren, dass sie von anderen nicht eingesehen werden können. Personalerkennung. Gehen Sie zurück, Commander. Ja, ich gehe ja gleich zurück zum Terminal zumindest. Geh mal, Idi, lass mich mal, Idi. Darf ich in irgendeine Richtung? Dankeschön. Störrische Ziege. Zugang gesperrt. Ja. Aktive Patientennummer erforderlich.
Patientennummer? Okay. Das ist ja auch spannend. TGES Mineral Works konzentriert sich auf mich. Schön. Man kommt sich überhaupt nicht überwacht vor hier. So. Sie sollten nicht hier sein. Oh, legt mal eine andere Platte auf. Na gut, dann machen wir uns zum Terminal zurück. Wir haben ja zwei Räume, die wir aufmachen können, glaube ich. Sollten wir zumindest, würde ich denken. War das hier? Ja. Geben Sie Garnos Terminal-Hack ein. Mal sehen, was rauskommt. Zugriff gewährt. Ein Schiff hat ihn vor einer Woche abgesetzt. Er hatte anscheinend vollen Zugriff, bevor er untergetaucht ist. Unbekannter Mann war an Auseinandersetzung in den Minen beteiligt. Dieser Mensch Garnot war unterwegs in die Minen. Er wurde wohl auf die Krankenstation gebracht. Sie sind im Mineralienlabor. Niedrige Sicherheitsstufe. Freier Zugang. Zur Krankenstation hat nur autorisiertes Personal mit aktiven Patientennummern Zugang. Ich habe die Nummer. Gut. Dann holen wir Garnot. Wunderbar, ich werde aber erstmal ganz kurz in die Richtung gehen, denn hier gab es auch eine Tür, die wir nicht öffnen konnten ohne Sicherheitsfreigabe. Die hier drüben. Zugang gesperrt. Ja, Personalkennung von TGES erforderlich. ID 23195. Zugang gewährt. Sehr gut, coole Sache. Jetzt kommen wir also auch hier rein, mal sehen, was es hier Spannendes gibt. 23. Dezember 2178. Andrea, ich vermisse dich. Warum antwortest du nicht auf meine E-Mails? Deine Mutter ist schwer krank und muss dich unbedingt sehen. Ich liebe dich. Komm bald nach Hause. Dein Vater. Tja, ich glaube, dazu wird es wohl nicht mehr kommen. Ganz ehrlich. Unwahrscheinlich, dass das noch was wird. Ultraleichte Materialien ist immer gut, auch wenn ich so die Pistole jetzt nicht unbedingt brauche. Die Qualität der Erzproben aus Sektor 4 nimmt ab. Das Gebiet wird somit ab dem 15.01.2175 stillgelegt. Das ist aber schon eine ganze Weile her, ne? Leiter der Minenanlagen, Del Closemeyer. Okay. Mehr gibt's ja auch nicht. Ist ja ein unglaublich ertragreiches Gebiet gewesen. Das hat sich total gelohnt. Na gut, dann begeben wir uns mal auf die Suche nach Dr. Garnot. Gut, wir haben zumindest die Information erhalten, dass die Minen eigentlich schon lange zu sind. Ich meine, wir haben, glaube ich, 2186, wenn ich mich nicht irre, ne? Also es wären 11 Jahre. Seitdem ist ja eigentlich keine Arbeit mehr. Und man fragt sich echt, was die hier eigentlich alle tun. Wenn sie seit... Die können doch nicht seit 11 Jahren so tun, als ob sie arbeiten, eigentlich. So, schauen wir mal rein hier. Nummer 7364. Zugang gewährt. Schön. Dr. Garnot, wir kommen. Lass dich nicht stören von mir. Mach weiter nichts. Ich gehe mal hier schauen. So, haben wir denn hier irgendwas? Nein. Okay, da drüben ist zu. Gibt's hier was? Außer dem Medikit? Eine Leiche. Aber doch nicht Dr. Garnot, oder? Schwer zu sagen. Tote Menschen sehen alle gleich aus. Für dich sehen doch auch Lebende gleich aus, oder? Wenn Sie Garnot suchen, dann haben Sie ihn gefunden. Ich bin Dr. Garnot. Ich bin Commander Shepard von der Allianz. Sind Sie in Ordnung? Ja, aber ich bin hier gefangen. Was hat sich hier abgespielt? Ich ging meiner Forschung nach. Bis zu dem Vorfall. Sie wurden angegriffen. Stimmt. Aber außer meiner Gefangenschaft geht es mir gut. Brysons Forschung führt mich zu Ihnen. Bryson schickt Sie?
Er ist tot, Doktor. Getötet von seinem Assistenten. Verstehe. Sie müssen mir alles sagen, was Sie über Leviathan herausgefunden haben. Bryson glaubte, er habe einen Reaper getötet. Das ist ein Mythos. Eine Sackgasse. Was ist mit dem Artefakt, über das Sie in Ihrer Nachricht sprachen? Habe ich? Nein. Doch, Doktor, haben Sie. Aber jetzt greifen Reaper-Streitkräfte an. Ich hole Sie raus. Wir nehmen das Artefakt und verschwinden. Reaper, die Dunkelheit wird nicht durchbrochen. Die Dunkelheit? Weshalb die Verfolgung? Doktor? Lassen Sie das Artefakt in Ruhe. Mein Besitz bleibt hier. Ich glaube nicht, dass wir mit Gano sprechen. Sie haben einen Reaper getötet. Ich brauche Ihre Hilfe.